Liebe Klimakleber, ich bin der Geisheim, Liedermacher und alternativer Journalist und Blogger. Habe mich mein ganzes Erwachsenenleben für Umweltschutz und gegen Krieg und so weiter eingesetzt. Und nun sehe ich junge Leute wie euch, die sich auf die Straße kleben und offenbar meinen, sie würden der Welt damit etwas Gutes tun. Erst hat man mit den Freitagsdemonstrationen, die auch von den Schulbehörden her geregelt wurden, fast wie in der DDR, wo man die jungen Leute auf die Straße getrieben hat, um fürs Regime zu demonstrieren, hat man euch fürs Klima demonstrieren lassen, hat euch unterrichtsfrei gegeben. Das alleine sollte euch schon zum Denken geben, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Dann jetzt seid ihr, ja, wie man hört, teilweise sogar Angestellte. Ihr seid Söldner, weil ihr euch bezahlen lasst. Und die Frage, cui bono, wem nützt es, wer bezahlt es, die kann man ja auch schon beantworten. Es sind die Leute, die an der Klimahysterie sich dumm und dämlich verdienen. Viele Spuren laufen in die USA. Diese Klimahysterie ist nur dazu da, um eine neue Produktion durchzusetzen, um alles Alte zu ersetzen, die alten Heizungen, die Häuser zu isolieren im unsinnigen Maße, dass die Wände kaputt gehen, das haben wir ja alles. Also es ist eine Bewegung der Industrie und der Banken natürlich, die dahinter stehen. Und ihr gebt euch dafür her. Ihr lasst euch da schier in eine Sekte reintreiben und bildet euch nur ein, ihr tut irgendwas Gutes. Ich meine, diese Kleberei auf die Straße, das juckt mich nicht. Das ist eine Kinderei. Ihr müsst euch um die wirklichen großen Dinge kümmern, die die Welt zerstören, die die Umwelt zerstören. Nicht ums CO2. Das CO2 wurde vor 200 Jahren im Meyers Konversationslexikon in der gleichen Höhe gemessen, wie man es heute auch misst. Es hat sich nichts verändert. Der menschliche Anteil ist vernachlässigbar. Das Klima ändert sich immer wieder. Wenn man Glück hat, ist man ein Stück von der Eiszeit entfernt. Aber Umweltschutz ist aber natürlich nach wie vor wichtig. Nur hat das wirklich nur ganz am Rande mit Klimaschutz zu tun. Warum denkt ihr, predigen die gleichen Leute, die euch da bezahlen oder irgendwie fördern, warum predigen die für Krieg? Es gibt keinen größeren Natur- und Umweltzerstörer und Menschenzerstörer als wie Krieg. Es sind dieselben, die euch bezahlen. Die ganze Rüstungsindustrie, die, auch wenn nicht geschossen wird, die zerstört so viel an natürlichen Grundlagen. Da wendet ihr euch nicht dagegen. Für euch gibt es nur das Auto. Und da, wenn wir jetzt einsteigen würden, wenn man dann erfährt, dass ein Diesel über 200.000 Kilometer fahren kann, bis in ein E-Fahrzeug, wenn man die ganzen Nebendinge rechnet, einholt. Daran könnt ihr sehen, das ist kupft wie gesprungen. Wir sollten wirklich weniger fahren und überflüssige Wege vermeiden. Bin ich voll dafür. Aber da müssen wir auch wieder bei den großen Dingen anfangen. Bei der Globalisierung, wo unsinnigerweise Waren über die Weltmeere
und durch die Luft geschippert werden, die man auch regional erzeugen könnte. Aber da hört man euch nicht. Und die, die euch bezahlen, sagen da auch nichts dagegen. Das alleine müsst ihr euch die Augen öffnen, dass man euch missbraucht, als Werkzeug missbraucht. Aber mit der Klima, mittlerweile Religion, die ist halt da, um diese Corona-Religion abzulösen, die sich ja wirklich jetzt als voll geplant und gekünstelt herausgestellt hat. Das haben Leute wie ich schon vor 3 Jahren gesagt. Aber jetzt sollten es eigentlich alle wissen. Und diese Impfung zerstört Gesundheit. Die Lockdown-Maßnahmen, die Masken, die Trennung der Menschen, das waren Gesundheitszerstörer, absichtlich. Denn an Gesundheit verdienen die Industrie dahinter eben nichts und die Ärztemafia. Die machen absichtlich krank, damit sie was abrechnen können. Und beim Klima ist jetzt genauso. Wenn jetzt diese Verordnungen der EU durchgesetzt würden, dass alle Häuser irgendeinem Standard entsprechen müssen, da würden unzählige, wertvolle Häuser durch blinde Isolierung zerstört. Es wurden bis jetzt schon so viel zerstört. Vernünftige Dinge sollte man fördern. Aber das regelt sich eh durch den Preis der Energie. Ach, lasst euch nicht verarschen, lasst euch nicht als Werkzeug gebrauchen. Und wenn ich dann sehe, wie man mit an sich guter Idee mit Windkraftwerken und Solarmodulen, die ich ja schon seit Jahrzehnten verwende, ich habe 1978 die erste Solarheizung selbst gebaut, aber das muss halt in einem kleinen Rahmen passieren. Wenn heute diese Dinge staatlich gefördert, denn so rentieren sie sich ja nicht, durchgesetzt werden. Das heißt, also mit unseren Steuergeldern bezahlt werden und ganze Landschaften zerstört werden. Und trotzdem nur in dem Moment Strom da ist, wenn eben die Sonne scheint oder der Wind geht. Wenn beides nicht der Fall ist, also im Winter ist kein Strom da. Du musst es also alles auffangen durch andere Kraftwerke. Ich bin auch gegen Atomkraft. Es gibt da wohl einige Alternativen, aber für längere Zeit werden wir wohl mit Kohle und Gas und Öl noch auskommen müssen. Ich bin auf jeden Fall nicht bereit, unsere Umwelt durch riesige Windparkanlagen und riesige Flächen von Solarmodulen, von Photovoltaikfeldern zerstören zu lassen. Das ist aber alles schon am Laufen. Und ihr helft da mit, indem ihr diese ganze Panik schürt. Ich höre wieder auf. Ich wollte euch nur zeigen, dass man es auch anders sehen kann. Und jetzt zum Schluss will ich noch ein Gedicht dann vortragen, das ich vor 30 Jahren oder 40 Jahren geschrieben habe, damit ihr mir glaubt, dass ich mir auch schon immer Sorgen mache. Nur glücklicherweise habe ich auch damals nichts vom Klima reingeschrieben. Ja, da hätte ich mich gescheit blamiert. Nach allem, was ich jetzt weiß. Aber wir müssen trotzdem weniger verbrauchen, um unsere Natur zu erhalten. Wir müssen vernünftiger leben einfach. Also, mein Gedicht noch und dann Servus. Und nun, wie angekündigt, mein Gedicht aus den Kalendergeschichten eines bayerischen Barden aus dem Jahr 1983. Vater, hast du gewusst, dass unser Land mit Atombomben vollgestopft wurde und eine Bombe gebaut wird, die nur Leben tötet und keine Dinge zerstört?
Vater, hast du gewusst, dass Atomkraftwerke nur wenige Jahrzehnte brennen und danach noch tausende von Jahren strahlen? Hast du gewusst, dass ihr unsere Ressourcen und die unserer Kinder verschleudert habt? Oder wart ihr der Ansicht, ihr seid sowieso die Letzten? Vater, warum hast du zugelassen, dass unser Land entwässert, der Wald, der Boden, die Luft, das Wasser, alles Leben vergiftet wurde? Dass während deiner Lebzeiten mehr Tier- und Pflanzenarten vernichtet wurden, als in Jahrmillionen entstanden sind? Wart ihr wirklich solche Egoisten, die nur an sich dachten? Oder waren es die Reichen und Mächtigen allein, die das alles zu verantworten haben? Doch warum habt ihr ihnen das durchgehen lassen? Vater, warum hast du nichts gegen diesen Wahnsinn getan? Dieses Gedicht war nicht an meinen Vater gerichtet, denn der war ein ganz bescheidener Mensch. Und wenn wir alle so leben würden wie er, gäbe es überhaupt keine Umweltprobleme. Dieses Gedicht habe ich an mich, an meine Generation gerichtet. Und habe mir vorgestellt, meine Kinder und Enkel halten mir mal diesen Text vor. Ich habe ihn auf jeden Fall nur jetzt vorgetragen, damit ihr merkt, ich bin nicht irgendein Agent der anderen Seite. Wir müssten eigentlich zusammenhalten. Aber dafür wäre es nötig, dass ihr euch nicht mehr instrumentalisieren lasst, dass ihr euch nicht mehr bezahlen lasst, dass ihr nicht mehr das Werkzeug für diejenigen macht, die ich damals vor 40 Jahren kritisiert habe. Also, Servus.